Bitterer Rückschlag für die Dodgers 11. Unsere Kogger musste am vergangenen Sonnabend zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit die Segel streichen. Beim Heimspiel gegen Meppen hielt Hansa fast 70 Minuten lang in Unterzahl dagegen, nachdem Amore Bischoff frühzeitig vom Platz gestellt wurde. Trotz einer leidenschaftlichen Leistung auf dem Platz und einem beeindruckenden Support auf den Rängen siegte am Ende der Aufsteiger. Und Hansa-Kapitän Bischoff wurde mit einer Sperre für 3 Meisterschaftsspiele in der dritten Liga und einer Geldstrafe von 1.500 Euro belegt. Ursprünglich sollten es sogar 4 Spiele Sperre sein, der FC Hansa legte aber Einspruch ein. Spätestens seit dieser Woche ist die ärgerliche Niederlage aber abgehakt, denn der FCH hat das Duell der Saison vor der Brust und bereitet sich entsprechend darauf vor. Am kommenden Montag steigt im vollen Ostseestadion das DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC. Ja, tolles Spiel, tolle Kulissen und ich denke auch, dass bei solchen Spielen das was Besonderes. Das Pokalspiel hat eigene Gesetze. Das ist ja, jeder kann jeder schlagen und wir müssen an uns glauben. Also ich weiß, dass wir nicht die Favoriten sind bei diesem Spiel. Aber wenn wir jetzt von vorne an so brav und lieb ins Spiel reingehen, dann werden wir natürlich von vorne an das Spiel verloren. Mit an Bord der Kogge ist dann auch Marcel Hilsner. Der offensive Mittelfeldspieler wurde am Anfang der Woche offiziell vorgestellt und konnte am Dienstag zum ersten Mal mit seiner neuen Mannschaft trainieren. Ja, super. Aufregend auch. Viele, viele neue Gesichter, viele neue Spielertypen. Aber man hat schon gesehen, die Jungs wollen kicken, die Jungs lassen den Ball gut laufen und hat Spaß gemacht. Hilsner stand zuletzt bei Zweitligist Dynamo Dresden unter Vertrag und spielte davor gemeinsam mit Oliver Hüsing bei Werder Bremen 2. Von den Bedingungen in Rostock ist er begeistert. Ja, top. Also man merkt, dass es noch aus Bundesliga-Zeiten ja alles ist. Die Bedingungen sind super. Also kann man seinen Körper sehr gut pflegen. Kann man sich sehr gut vorbereiten und, denke ich, guten Fußball spielen. Seinen Einstand im Hansa-Trikot feierte der 22-Jährige am Mittwochabend. Beim Testspiel der Kogge in Malchow spielte Hilsner über die volle Distanz. Der 1:0-Siegtreffer von Tim Wehrin kurz vor Schluss resultierte aus einem Pfostenschuss der neuen Nummer 33. Ja, er hat zweite Luft bekommen. Also man schon sieht, dass die Mannschaft fit ist und vor allen Dingen auch, dass Marcel für uns eine absolute Verstärkung für die linke Seite ist. Und er hat richtig sehr, sehr, sehr guter linke Fuß und ich hoffe, dass er in der Zukunft oft solche Szenen macht. Aber ich bin absolut überzeugt, dass er für uns, so wie Selçuk Alibas, absoluten Verstärkung sind. Neben den beiden Mittelfeldneuzugängen sollte auch Wladimir Rankovic Spielpraxis sammeln. Zum Saisonstart fehlte Vladi noch verletzungsbedingt. Vladi Rankovic, der braucht ein bisschen Spielpraxis und das hat ihm sehr gut getan, diese eine Halbzeit. Ich glaube schon, dass man auch gesehen hat, dass er noch ein bisschen vorsichtig ist, dass er jetzt 3 Wochen ausgefallen ist und das kann er nicht von jetzt auf gleich einfach kompensieren. Aber Vladi ist ja für uns sehr, sehr wichtiger Spieler, auch sofern, weil er auch sehr, sehr führungsstark ist. Also der organisiert sehr gut, er spricht sehr gut mit, hat gutes Stellungsspiel und man darf nicht vergessen, dass Alibas und Selçuk Alibas und Vladi Rankovic, dass die auch bei Erzgebirge Aue in der zweiten Liga auch sehr viele Spiele zusammen gemacht haben. Also das ist angespielte Pärchen. Und ich denke, wenn beide fit sind, dann werden wir schon viel Freude auf der rechten Seite mit den beiden haben. Für das Team von Pavel Dotschew geht es nun gegen Hertha um alles oder nichts. Und unser Cheftrainer glaubt an die Sensation. Ja, ich habe schon einige Pokalspiele hinter mir und einige auch gewonnen, also es ist auch nicht so und ich weiß, wie schön alles ist, das Gefühl nachher, wenn man gewonnen hat. Und das ist ja auch mit diesen Kulissen bei uns zu Hause, mit den Fans, denke ich mir, das muss ein Fußballfest sein für uns alle und für die Fans und für die Spieler und auch für die Betreuer und mit dieser Einstellung und auch mit gewisser Zielstrebigkeit, mit gesunder auch Ehrgeiz, denke ich mir, haben wir sehr, sehr gute Chance, auch vielleicht auch eine kleine Sensation zu schaffen. Wer sich noch Tickets für das Duell gegen Hertha sichern will, hat noch bis einschließlich Sonnabend im Fanshop und an den Vorverkaufsstellen die Möglichkeit dazu. Im Online-Ticketshop könnt ihr sogar bis Montag zuschlagen. Für die U19 des FC Hansa stand die erste Runde des DFB-Pokals bereits an. Die Kuring-Elf empfing am Sonntag die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern und musste sich nach einem langen Kampf mit 0:2 geschlagen geben. Ja, es war natürlich bitter, dass man durch so einen kleinen Torwart-Fauxpas ausscheidet. Ich denke, die Jungs haben das ordentlich gemacht. Übers Spiel, über die 90 Minuten gesehen, muss man aber ganz klar sagen, was Lautern schon einen Ticken besser war als wir.
Am 19. August beginnt für Cheftrainer Paul Kuring und seine Jungs die Saison dann so richtig. Zum Ligastart geht's nach Babelsberg. Ja, wir haben ja noch 2 Wochen Zeit bis zum ersten Punktspiel. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Gerade im Spiel nach vorne haben wir noch einige Baustellen, die wir bearbeiten müssen. Aber ich glaube, dass die Jungs bisher einen guten Job machen und bin eigentlich ganz guter Dinge für die Saison. Für eine noch bessere Vorbereitung erhält der Hansa-Nachwuchs ab sofort Unterstützung von Leo Tessmann, der die Teams im Athletikbereich betreuen wird. Genau, also es wird so sein, dass Leo in allen Mannschaften ab der U14 mindestens 2 Einheiten die Woche kriegt, ne? Und da wirklich in der Erwerbung teilweise mit bei ist, aber auch einzelne Einheiten macht und vor allen Dingen auch im Bereich der individuellen Förderung extrem eingebunden wird. Neben seiner Tätigkeit als Athletiktrainer gehört Tessmann übrigens auch zum Kader der U21 des FCH, die am 20. August das erste Oberliga-Heimspiel der Saison 2017-2018 im Volksstadion bestreitet.